Send an den Leiter des Forsch der Forschungsabteilung 4, Government Bureau of Studies. In der Hexacore Biogenetics-Anlage in Keene Site wurde Phase 4 des Projekts Truman eingeleitet, die an bereits seit 4 Jahrzehnten erfolgreich gearbeitet wird. Dank der hervorragenden Leistung der internen Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie der externen Mitarbeiter, die für die Überwachung der Versuchskaninchen in der Stadt verantwortlich sind, ist das Keene Site One im Vergleich zu unseren Kollegen in RX City, soll das Raccoon City heißen? Das wäre lustig. Bla bla bla, Will, das ist bestimmt auch irgendwas von Resident Evil, oder? Erneut die produktivste und verlässlichste Forschungsanlage des Jahres. Dank des Einsatzes der Mitarbeiter von Hexacore Biogenetics wurden sämtliche Bedrohungen ausgeschaltet und einige Gewissensbisse sowie menschliche Fehler beseitigt. Ich möchte noch einmal betonen, wie äußerst unwahrscheinlich ein derartiger Fehler ist. In all den Jahren, in denen wir diese Forschung betrieben haben, ist dies der erste Unfall, der tödliche Folgen nach sich zog. Der dadurch entstandene Aufruhr hatte beinahe die Beteiligung der Firma und der Regierung aufgedeckt. Doch wir konnten eine unauffällige Krankenschwester zum Sündenbock für dieses Missgeschick machen. Als wir sie ruhig stellten, wurden wir durch Zufall auf unsere wichtigste Studie aufmerksam. Das Daymare-Syndrom. Seitdem ist es glücklicherweise zu keinen erwähnenswerten Vorfällen mehr gekommen. Ich möchte mich im Namen unseres Teams bei der gesamten Abteilung 4 für die anhaltende Unterstützung bedanken. Im Anhang finden Sie die relevanten Forschungsdaten, die entsprechenden Forschungsergebnisse und den jährlichen Finanzbericht. Vielen Dank. Cool. Dann rennen wir mal weg. Wenn ich jetzt die Karte habe, muss ich gar nicht in diesen scheiß Raum rein, ne? Geh trotzdem rein. Einfach, um die Magazine abzulegen. Das ist ärgerlich, weil da sehr viel Munition drin liegt. Und Teilung, glaube ich, auch. Oh, wow. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, nimm ruhig die Waffe raus, wenn du keine Munition hast. Da muss ich sagen, das hat richtig Spaß gemacht gerade. Jesus, ey. Hätte ich jetzt eigentlich noch weiter hochfahren? Jetzt stehen noch mehr auf, ne? Ich wollte schon gerade sagen, kann die Scheißtür vielleicht mal zugehen? Was auch immer das hier ist. Ein riesiger Fleischberg. Da geht's sicherlich nach oben. Geht's hier irgendwo mal nicht in den Tod, ey? Kotzen. Ich hab extra nicht gespeichert, ne? Ja. Woher? Jetzt schlag doch zu.
Oh wow, ich habe Munition gefunden. Bitte hab nicht gespeichert, ey. Ja. Womit soll ich das Vieh tot machen? Frage für einen Freund. Ah, ich verstehe. Das hätte schon fast geklappt. Kann ich auch drüber laufen? Jo, kann ich. Kackmunition bringt mir gar nichts, wenn ich nicht nachladen kann. Bin einfach mal so fucking schnell. Wo ist er denn? Dahin. War jetzt nicht so geil, die ganzen Dinger mitzunehmen, oder? Wo ist er denn? Let's go, Doc. You said a few minutes. Halt den Knopf nicht, weil ich zu weit links stehe. Es ist. Das ist richtig nervig an dem Spiel. Ja.
Genau, so clever ist er bestimmt gewesen. Oh ja, ich hab's geschafft. Bitte stirb. Was nur? Das war ein klassischer Daniel. Top. Kombinieren. 9 Schuss Deagle. Ich habe morgen einen Brückentag, ja, Edgar. Bist du immer noch. Oh ja, ich erinnere mich. Oh ja. Ich erinnere mich, wo wir waren. Ja. Besiege das Monstrum, was man nicht besiegen kann. Oh, er geht die andere Richtung. Damit habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet. Ja, du wirst wahrscheinlich keinen Brückentag haben, ne? Ja, lauf halt nicht. Zu spät. Klassiker. Ich weiß leider noch nicht so genau, wie wir ihn hier crushen sollen. Also ich habe ihn schon einmal gefangen, aber... Tops ist so, nee, ich arbeite dran, dass es sich das bald ändert, ja. Ich hoffe, dass du es hinkriegst. So, ich muss mal kurz gucken. Wir laden jetzt erstmal alles nach. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich das aufgenommen habe. So, hat er das jetzt
Okay, das machen wir jetzt mehrmals. Gut, dann haben wir jetzt schon mal noch 3 Plätze frei. Let's go, Doc. You said a few minutes. Treff ihn nicht. Ist ja unbesiegbar? Enzo. Cool ist, dass hier unendlich Munition ist, aber was uncool ist, dass er sich nicht bewegt. Oben blutet er zumindest. Ich weiß nicht, ob wir ihn so sehen können. Der scheiß Tesla-Spule wird nicht ohne Grund dastehen. Aber da wir unendlich Munition gefüllt haben, können wir es ja einfach mal probieren. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube auch. Aber wie sollen wir ihn jetzt da wegbewegen? Machen wir auf jeden Fall die Taschen voll. Weil wenn wir rauskommen sollten, haben wir auf jeden Fall die Munition parat. Oh, oh, fuck. Sag mal so, für seine Gewichtsklasse ist er ganz schön flott. Vor allem, wie soll ich ihn da stoppen? Er ist so schnell. Okay. Also am sinnigsten wäre, dass er stehen bleibt, um zu kotzen. Und ich glaube, irgendwann wird er müde, kann das sein? Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Das ist mir einmal geglückt bisher. Frankensteins Monster. Ja, so sieht er wirklich aus, ne? Muss hier achten laufen. Und hoffen, dass er genau an der gleichen Stelle wieder müde wird. Du musst schon mitspielen, Kollege. Ich kann ihn halt auch nicht mal einfach anschießen, bevor ich mich umgedreht habe. Ich weiß halt nicht, ob Schüsse ihn verlangsamen. Nein, interessiert ihn gar nicht, sagt er.